So, ich hoffe mal, das geht mit dem Wind. Wir drillen hier jetzt noch eine Zwischenfrucht nach dem Raps. Raps ist abgeerntet vor 2 Tagen. 34 Doppel gebracht. So mittel. Wir hatten uns ein bisschen mehr erhofft. Jetzt kommt hier schnell eine Zwischenfrucht rein. Hier sind überall Schwalben. Die verfolgen mich schon die ganze Zeit. Und denk mal, die schnappen hier Insekten auf, die hier gestört wurden. Beim Sehen. So, hier bringen wir jetzt ein bisschen Buchweizen und ein bisschen Rahmtillkraut und so eine kleine billige Mischung aus. Hier mit der Tandemflex schneiden wir rein, drücken wir an. So, und dann kann hier im Herbst Gerste gesät werden. Hier ist noch nicht gedrillt. Hier ist gedrillt. Schön viel Stroh, die läuft hier einwandfrei. Bei diesem weichen Rapsstroh. Wir haben auch noch massig Bodenfeuchte. Wollte es auf dem Vorgewände schon fast ein bisschen austrocknen, wenn man drüber fährt. Der Wind ist jetzt auch sehr harsch. Hier sind wieder überall die Schwalben. Keine Winderosion. Sonst wird das fast schon wieder stauben, denke ich, wenn wir jetzt tellern. Also Scheibenecken.